Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute dachte ich mir, muss ich euch mal einen der neuesten Eingänge bei World of Warships zeigen. Und dabei handelt es um ein Schlachtschiff, in dem Fall um das Tier 6 Schlachtschiff Queen Elizabeth. Habe ich mir einfach mal ein Replay dazu selber rausgesucht. Und ja, da schauen wir mal, wie das ganze Ding jetzt so performt. So, und dann schauen wir mal. Da vorne sind nämlich schon die ersten Gegner. Startet ja auch nochmal ein Jäger. Und jetzt gucken wir mal, was die Schüsse Richtung Omaha so machen. Aber die gehen ja ganz schön weit daneben. Ja, da sollte man mal noch eine weitere Salve abwarten. Um da zu urteilen, würde ich mal sagen. Und die Omaha wieder das Ziel, aber auch wieder hier satt daneben gebämst. Aber man sagt ja immer, aller guten Dinge sind drei. Vielleicht klappt es mit dem dritten dann auch dementsprechend ordentlich. Und der war satt. Der hat mal richtig schön eingeschlagen. Hier die Zitadelle. Und da hat er die Omaha dann weggeholt. Auch wenn die 6000 Schaden jetzt gar nicht so viel waren. Und hier, ja, 2200. Okay. Würde ich mal sagen. Aber da will man natürlich als Mighty Battleship einfach mehr. Und hier, die kommen ganz gut. Ja, das waren schöne 10.000 in Summe. Der hat sich gelohnt. Der hat Spaß gemacht. Genau so soll es sein. Ja, und hier nochmal da ordentlich was an Rabatt sorgen können. Also jetzt teilt er langsam mal richtig aus. So, vielleicht kriegt er auch mit der nächsten Salve die New Mexico raus. Nicht mehr so viel. 6000, aber halt gegen diesen Brand, der da am Start ist. Na, da war natürlich der Wink jetzt ein bisschen doof. Achtung, melde Zielposition. Ja, auch hier jetzt knapp 9000 in Summe anstellen können. Also, jetzt ist die Queen Elizabeth aber da mal wirklich angekommen in der Runde, würde ich mal sagen. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels.
Ja, 20.000, da muss er satt treffen, um da jetzt den Kill zu machen. Ist natürlich ein bisschen unguter Winkel, aber ist nicht so möglich. Ja, wobei, der Winkel ist schon echt sehr schwierig. Ja, die kommen nicht so schlecht. In dem Fall knapp 11.000. Ja, den kann man definitiv lassen. Ja, und jetzt ist sie da schön seitlich. Da sollte er einfach mal reinpratzen können. Und dann müsste es für die Queen Elizabeth da schon geschehen sein. Nur noch 10.000. Und sinkend. Ja. Da hat es aber ordentlich gerumst. Und da hat es dann doch am Ende keine Chance gehabt. Und nochmal schön auf die Texas. Und auch da nochmal ein bisschen auf Diffuso wirken können. Aber wenn sie so gerade auf einen zufährt, da geht einfach nicht so wirklich viel. Ist zwar schade, aber in dem Fall, man kann halt nichts anderes machen. Einfach mal so ein paar Granaten rüberballern, weil warten, bis die Breitseite kommt, bringt halt leider dann doch nichts. Ja, noch so ein bisschen, aber alles nicht so zwingend. Er will natürlich jetzt langsam mal seinen dritten Kill. Zeit wird's dafür. Ja, und jetzt auf die Hatsuharu, weil klar, die ist natürlich so ein Risiko für das gesamte Team und die gesamte Runde. Oh, sehr schön. Da hat er sie mal richtig gut erwischt und da ausschalten können. Und jetzt, wer bloppt denn da plötzlich neben ihm auf? Jetzt kann er entweder auf die Fuso gehen oder... Hallo, Boke. Aber scheinbar bleibt er erstmal auf der Fuso drauf, weil er sich denkt, ja, die Boke, die kommt eh auf mich zugefahren. Das ist ja mal gar kein Problem. Aber die Fuso fährt halt auch in keinem schönen Winkel, also... Ich wollte gerade sagen, wenn dann eher hier die Iron Duke vielleicht. Und jetzt dreht er aber schon rüber. Da haben wir nochmal 16.000 Schaden gemacht auf die Iron Duke. Ohne Zitadelle. Er heilt sich jetzt mal ordentlich wieder voll. Man sieht, bei knapp 40.000 gewesen. Und jetzt geht es wieder schön nach oben mit den Hitpoints. Ja, die Boke, die ignoriert er gerade, weil er sich denkt, naja, da droht eh scheinbar kein Ungemach. Ich gehe weiter auf die Iron Duke. Aber in dem Fall leider nur die Abpraller hinbekommen. So, und jetzt aber die Boke. Ich glaube, jetzt scheppert es gleich im Karton. Jetzt lass doch mal die Fuso, scheiß auf die Fuso, mach den, das, hier, den, bla bla, den Flugzeugträger natürlich. Aber erst will er unbedingt die Fuso noch wegmachen, ist natürlich nobel, aber man will halt auch Damage machen und der Winkel ist einfach kacke.
Ja, da hat er nochmal 4000 gemacht, aber hey. Lemse raus. Wir wollen den Bowkill sehen. So, die Sekundären schießen zumindest jetzt mal schon endlich auf die Bowk. Aber man sieht nach wie vor, Fuso für ihn wichtig. Aber jetzt endlich. Komm, mit einer Salve, mach's. Zeig's uns. Oh, ohne einaimen. Einfach mal drauf. Naja, hätte ich vielleicht eingeaimt, wäre er schneller gewesen. Mit der einen oder anderen Zitadelle. So, mal schauen, ob er jetzt einaimt oder ob er es wieder so rotzfrech einfach aus der Hüfte macht. Ja, wieder aus der Hüfte. Scheißegal. Und auch wieder hier sieht man, klappt nicht immer so gut. Aber der Nahkampfexperte, der macht es möglich. Sein vierter Kill mittlerweile. So, und jetzt braucht er nur noch einen für seine Gracke. Ja, die waren noch nix. Das ist definitiv noch nicht genug für die Krake. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ja, Iron Duke. Da hat es ein bisschen wieder eingeschlagen. In dem Fall mit HE. Denn auch da will er natürlich zurücksetzen, um den Gegner hier nicht zurückkommen zu lassen. Weil ihr seht, die Runde selber schaut nicht so gut aus. Sein Team besteht aus ihm und noch dem Flugzeugträger. Das Gegnerteam hat da noch ein paar mehr. Und hier drei Iron Dukes gegen sich. Ja. Und die Insel, die sagt einfach mal, Schuss ist nicht. So, der bekommt hier schon ordentlich was ab. Mal schauen, was die Iron Duke so gegen ihn anstellt. Er hat aber da jetzt einen scheiß Winkel. Aber das ist erstmal wurscht, weil da bratzt er halt einfach drauf und macht trotzdem 10.000 Schaden. Auch da wieder mal ohne einaimen. So, jetzt wird es hier ein intensiver Kampf auf nicht mal 1,5 Kilometer. So, da brennt er. Den löscht er aber sofort. So, der lässt sich jetzt hier nicht rammen. Ganz clever, weil das wäre total doof. Und jetzt hat er da die Iron Duke mit seinen Sekundären angezündet. Und man sieht schon, das findet die Iron Duke, die gegnerische, nicht so toll. Und jetzt ignoriert er sie einfach mal und sagt, hey, ist mir egal, was du da machst. Aber auch hier wieder mal das Inselthema gegen ihn. So, und jetzt denkt er sich, gut, wenn du halt schon so nah bist, dann nehme ich halt dich. Und zack, ist auch schon die Krake da. So, und jetzt ist es 2 gegen 1. Also da haben sie es gut drehen können bis dato.
So, und langsam aber sicher geht die Runde dem Ende entgegen und ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal eines der britischen Schlachtschiffe live in Aktion zu sehen. Ja, wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das gerne. Was haltet ihr von dem britischen Tech-Tree? Ansonsten wünsche ich euch weiterhin selber viel Spaß bei World of Warships. Euer Alcaramba.